Hallöchen alle zusammen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, hier hatte ich beendet und hier geht es natürlich weiter. 2 Stunden habe ich noch. Eine Frage habe ich, eine habe ich weggeworfen. Ja, warum? Ganz einfach. Ich habe mal hier nachgeguckt. Und zwar meine Aufgabe: Schwarzfels Blues. So, ganz genau. Bringe alles über das Schwarzfels Gefängnis in Erfahrung. Ja, ist ja gut da hinten. So, 29% habe ich bis jetzt. Warum? Keine Ahnung. So, finde medizinische Vorräte für den Wärter. Erreiche und betritt die Krankenstation. Ja, ist der Schlüssel doch nicht für einen Spind? Ist es doch vielleicht dafür? So, mal gucken. Also, wieder zurück zur Krankenstation. Ach ja, und da ich ein paar Minuten gestanden hatte, also ein bisschen aufgewärmt bin ich, aber naja, wie man sieht, nicht so toll. Aber naja, besser als gar nichts. Ach so, oh, ich nehme eine neue Fackel. Ist mir ein bisschen zu dunkel hier. So. Okay. Wie spät nachts haben wir es? Na, noch nicht so viel. Ich glaube, da kann ich noch kurz was machen. Einen Moment. So, Optionen. Dann Anzeigequalität. Kriege ich jetzt hier so nicht geregelt? Nee, nee, das geht nur außerhalb des Spiels. Egal. Na gut. Dann muss es diese Folge so gehen. Okay, Krankenstation, ich komme. Wo war das Scheißding? Da muss ich doch bestimmt hier lang, oder? Nee, halt. Krankenstation. Wo ist die Krankenstation? Ah, hier. Nö. I need to find some way Immer in. noch. Du musst einen Weg hineinfinden. Ja, und jetzt wie? Fuck. Also mit anderen Worten, ich glaube nicht, dass ich dafür überhaupt einen Schlüssel bekomme. Nee, ist auch I need to abgeschlossen. find some way in. Ja, ich muss einen Weg hineinfinden. Wo soll ich jetzt den Schlüssel hernehmen? Hallo? Was soll denn das? Hier was übersehen? Oh, schön. Radio. Klick, klick. Mit Feuer im Auto. Ast rein. Nee. Ah, Moment mal. Ist hier vielleicht auf der Ladefläche irgendwas? Nö, auch nicht. Wenn man von der anderen Seite einsteigen hilft wohl auch nicht. Aber wie komme ich da jetzt rein? Hätte ich vielleicht doch die Kisten kaputt machen sollen vorhin? Na komm, dann suchen wir sie. Von da bin ich gekommen. Völlig verwirrt. Alles zu hier. So, das geht auch nicht. Ja, das nehme ich einfach mal mit. Ich weiß ja nie, wann ich wieder Feuer machen muss. Okay, was? Wo muss ich lang? Gute Frage. Tja, hier geht's gar nicht. Halt, Moment. Ich dachte, hier liegt was. Okay. Dann nichts. So. Hope nobody needs this anymore. Okay. Also ich habe schon wieder ordentlich Gewicht, glaube ich. Moment. Wie sieht denn das aus? Gewicht 11,2. Naja, gut, okay, das geht ja. Okay. Dann ist das doch bestimmt. Ja, klar. Muss ich die Autos vielleicht doch besser durchsuchen? Obwohl, ich habe die alle. Doch, ja, nee, ich habe die durchsucht. So. Hier war auch nichts. Tja, beim letzten Mal würde ich sagen, außer Spesen nichts gewesen. Wenn das so aussieht hier. Sollte ich mir jetzt vielleicht doch. Ja, die Fackel ist gleich aus. Na toll. Wo finde ich jetzt diese. Hier bin ich auch gewesen. Nein, komme ich auch nicht rein. Achso, ja. Am besten eine Fackel nehmen hier. Besser als nichts immerhin. Nicht ablegen, verwenden. Nein, nicht weg. Ach ja, anzünden. Mann, ist das ein Scheißlicht. So, wo finde ich jetzt einen Schlüssel? Idealerweise den Schlüssel. Das kann doch echt nur hier in den Autos sein. Habe ich hier echt. Und was muss ich übersehen haben? Nö. Nein.
Doch, hier war ich schon. Hier vielleicht was? Nee. Geht auch nicht auf. Das ist ja mies. Das ist ja richtig mies. Wie finde ich jetzt so einen kleinen Schlüssel oder irgendetwas, was mich da reinbringt? Hier wird doch auch nichts übersehen, oder? Was ist denn davon? Das ist ein Sträflingsbus. Was soll hier liegen, was ich brauchen kann? Nicht sicher. Gar nichts eigentlich. Nö, 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 nö. Nö. So. Das kann doch nur in irgendwelchen Fahrzeugen sein. Hier habe ich doch auch... Ja, habe ich. Da ist alles durchsucht. Hier, komm, ein bisschen beeilen. Nee. Nee, auch nicht. Kein Schlüssel, kein gar nichts hier. Hier habe ich nachgeguckt. Verdammt nochmal. So in der Quatsch. Ja, die Fackel reicht ja wenigstens noch ein bisschen. Aber wie komme ich jetzt in diese blöde Krankenstation rein? Ich meine, da kann ja wohl nichts rumliegen, oder? Oder hat er mich rausgeschmissen mit dem Schlüssel dahin? Das wäre ein starkes Stück. Nichts, nichts, nichts. Also übersehen habe ich nichts, bin ich mir sicher. Ich habe alles durchsucht. Hätte mir der Brief vielleicht doch irgendwie noch einen besseren Hinweis gegeben? Ja. Mach lieber noch ein bisschen mehr Feuer. Oh, bitteschön. Könnte ich jetzt den Schlüssel finden? Der mich... Werkbank. Auf jeden Fall erstmal... Brennstoff hinzufügen. Ist ja, das ist okay. Die Fackel geht mir bestimmt auch gleich aus. So, hier. Mensch, die Schublade ganz vergessen. Getrocknetes Leder. Naja, besser als nichts. Besser etwas haben, was man nicht braucht, als etwas brauchen, was man nicht hat. Oder? Ja, ganz genau, so sehe ich das auch. Ich falle immer wieder auf meine Fußstapfen rein, verdammt. Ja, einfach mal mitnehmen. Wegschmeißen kann ich später immer noch. Oh. Ah. So keep the lamp. Ja, damit. Seht ihr doch was übersehen? Oh, Kohle. Aber wo, bitteschön, finde ich jetzt diesen fucking Schlüssel? Ich würde schon gern das hier irgendwie hinkriegen. Ja, du bist müde. Ich habe aber keinen Schlafsack. Wir können nicht schlafen. Komm, Digga. Wer kennt sie? Echt, du spiel mal ein bisschen mit hier. Muss ich den Brief vielleicht doch mitnehmen? Hilft mir das? So, gelesen habe ich den. Gut. Zwar ein bisschen gestolpert, aber egal. Vielleicht doch. Suche in und um Schwarzwald herum. Aha. Hier kriege ich schon mal einen Hinweis. Nicht schlecht. Ja, in Schwarzfels finde ich ja nichts. Also ist doch wieder raus. Die geht immer noch nicht auf. Bäh. Vielleicht sollte ich jetzt warten und noch schnell eine Fackel mitnehmen wenigstens. Mit dir. Jawohl. Nimm ich. Ich habe hier irgendwas übersehen. Ganz klare Geschichte. Aber was bitte? Da sind nur Steine.
Nee, nee, nee. Auch nicht. Ja, ja. Ulmwölfe. So, komm, komm, komm. Hier muss doch irgendwo etwas sein. Bin ich in die Tür schon reingegangen? Ich glaube, ja klar. Hier bin ich doch rein. Für Mitarbeiter. Da. Ja. Auch nicht, nö. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja einen Mitarbeiter, den ich plündern kann. Einfach nochmal probieren. Klar. Ah, hier, genau die Kisten da. Komm her, dann mache ich die kaputt. Vielleicht ist ja da was drin. Kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber naja. Wow, ist das finster. Oh, ist das finster. So, auseinandernehmen. Das ist blöd. Ein bisschen heller sollte ich das Ganze haben. So, dann würde ich sagen, das kriegen wir hin. Kein Problem. Speichern. An der Feuertonne. Nö, mache ich was Neues. Licht. Ach, Quatsch. Neuer Spielstand. Muss ich mir auch noch dran gewöhnen. Licht. So. Und annehmen. Gut. Ja, ja, Nesla. So, einmal verlassen. Ja, bitte. Denn Extras, Optionen. Hier, die Helligkeit. So, habe ich eh schon verdammt hoch. Egal. So, mal gucken, was besser ist. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu hell. Naja, schauen wir mal. Eingabehilfe, bla bla bla. Zurück. So. Fortsetzen. Jawohl. Ja, nee, das sieht jetzt alles so milchig aus, finde ich. Es ist jetzt nicht wirklich heller geworden. Na egal, probieren. Ah, öffnen. Guck mal einer an. Aha. Ich habe eine Tür geöffnet. Yay. Nice. Die, if I don't warm up soon. Oh ja, oh ja, ja. Oh ja. Oh ja, die kann ich auch öffnen. Nice. Kann ich hier irgendwo pennen? Oh ja. Schlafen meine ich, sorry. Habe ich hier noch irgendwas? Ah ja, Schokoriegel. Was haben wir da? Ketchup-Chips. Ja, von mir aus. Auf geht's. Toaster. So, ja, ich könnte ja eigentlich hier auch mal wieder Licht anmachen, oder? Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Wir haben es gleich. So, verwenden bitte. Benutzen. Hallo? Hallo? Könnten wir die jetzt auch benutzen? Hä? Ich hab sie kaputt gemacht. Nein, verdammt. Ja, komm, nehme ich die. Habt ihr das gesehen? Es wurde mir kurz angezeigt und dann weg. Gut, dann gucken wir halt im Kühlschrank. Leer. Ah, jetzt kann ich anzünden. Na, guck an. Mhm. Da ist nichts. Vielleicht da? Nein. Aber vielleicht liegt ja hier ein Schild. Oh. Could end up being useful. Ja, das könnte helfen. Ups. Ja. Essen ist gut. Essen ist meistens gut. Dosenöffner, ja, schön. Dose Kaffee, ja. Stoff nehmen wir auch. Nein. Da. Ja. Und Brause. Kaffeemaschine geht nicht. Verdammt. Ich kann mir keinen Kaffee kochen. Verdammt nochmal. Nein. Recyclierte Dose. Gut. Kann ich mir wenigstens Wasser herstellen. Alles klar. Erdnussbutter. Coole Idee. So, was haben wir noch? Ein Telefon. Das ich nicht benutzen kann. Oh, verdammt.
nehme ich gleich die nächste. Ne? Nehme ich? Weiß ich noch nicht. Oh, es liegt nah. Nähzeug, ja. Ah, ich glaube, das geht so jetzt gerade. Ja, doch. Ich glaube, das ist hell genug. Sportsocken, ah. Da unten sind doch noch mehr Klamotten, oder? Schauen wir nicht. Stapel Papier, nö. Ein T-Shirt. 71%. Jojo, kann man durchgehen lassen. Schließkassette, aha. Ah, Moment, halt. Nein. Schließkassettenschlüssel habe ich auch nicht. Mann. Buch will ich nicht. Laufschuhe. That'll come in handy. Ich glaube, die bringen mir nichts. Nee, zurücklassen. Oder? Nee. Ich könnte ja eine Runde schlafen. Aber erstmal ein bisschen suchen hier, oder? Schmerzmittel. Ja damit. Medizinregal durchsuchen. Bin ich hier jetzt in der medizinischen Dingsstation? So wohl nicht. Achso, das ist das. Ah, okay. Ja, doch, Moment. Hier, da will ich rüber. Weg. Und auch weg. Noch irgendwas hier? Ich gehe schlafen. So. Wie lange? Das müssten 6 Stunden sein bis hell. Ja, 12 Tag, 12 Nacht, 6, ja, ungefähr, das müsste passen. So, schlafen. Na, los, komm. Hopp. Wir haben doch keine Zeit. Komm schon, schlaf schneller. Na, also. Und jetzt werde Licht. Naja, so viel heller ist es auch nicht. Der Bau von Schwarzfels, Teil 1. Ah. Wollen wir lesen? Jo, lesen wir mal. Der Bau von Schwarzfels, Teil 1. Es ranken sich viele Geschichten um das Hochsicherheitsgefängnis von Schwarzfels. Einige davon sind wahr, andere Legenden und wieder andere heillose Übertreibungen. So dry. Aber die Gründung des Gefängnisses ist zweifelsohne eng mit der Geschichte von Großer Bär verwoben. Lokale Gemeinden halten sich fast schon gesetzmäßig von der Vollzugsanstalt fern. Ob das einer vernünftigen Vorsicht oder unvernünftigen Angst geschuldet ist, lässt sich nicht sagen. Es gibt aber auch andere, die behaupten, dass nichts an die Härte des Winters auf Großer Bär heranreicht und sich die Inselbewohner ob ihrer ureigenen Widerstandsfähigkeit sicher fühlen sollten. Sie sind härter als jeder Gefängnisinsasse. Ah ja. Okay. Ja, du hast. Okay, habe ich verstanden. Ja, ich nehme es mit. Eine Toilette. Wenn das so ist, nehme ich. Ja, oder einfach alles nehmen. So, jetzt trotzdem ein bisschen dunkel hier. Das finde ich gerade nicht so cool. Habe ich noch irgendwas am Fackel? Nee. Aktuelle Mission, Schwarzwelt. Nee, die Krankenstation habe ich noch nicht betreten. Das ist nicht die Krankenstation. So, was haben wir hier noch? Eine Leiter. Beil zum Zerlegen. Nö, habe ich nicht. Karton? Nö. 12 Minuten, das dauert mir zu lange. Da ist nichts. Thermo-Unterwäsche. Coole Idee. 81% sogar. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz... Obwohl, ist das eine gute Idee? Ich kann kein Licht machen gerade. Gewehrpatrone, na gut. Was haben wir hier noch? Ah ja, nö. Kriege ich immer noch nicht auf. Vielleicht noch ein kleines bisschen... Ah, jetzt auf einmal. Zing! Das heißt, jo, Sonnenaufgang. Alles klar, gut. Gut. Na, zum Glück habe ich jetzt hier nichts mehr benutzt. Oh, Lampenöl. So, das habe ich schon geplündert. Und schon sieht man auch gleich viel besser. Ich alles nehmen. Trinken ist auf jeden Fall erstmal gut. Ob das außer Toilette auch gut ist, keine Ahnung. Ich denke,
Ich würde es nicht machen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, okay. Nichts übersehen. Ah ja, Moment. Klamotten, Klamotten, Klamotten. So, Thermounterwäsche. Unterwäsche, wo kommt die Unterwäsche hin? Ach, die habe ich gleich direkt angezogen. Okay. So, Beine. Gefroren, 14%. So, was habe ich hier? 66% in Ordnung. 73, perfekt. Die anziehen. So. Die 63er, die schmeiße ich weg, oder? Was habe ich hier? 94, noch besser. Schuhe habe ich ja keine anderen. Nö. Das passt. Mehr ist hier nicht. Achso, ein T-Shirt. 84. Plus 04. Alles klar. Shirt kann ich wieder wegschmeißen. Gute Sache, gute Sache. Gleich wieder Gewicht reduzieren hier. So, was war das? Die 66, nicht 63. So, Aktionen. Ach komm, machen wir Stoff draus. Nein, nicht reparieren. Zerlegen, bitte. Ja, ich muss trinken. Ich weiß. Hast du mir eben schon gesagt. So, das T-Shirt. Wo ist das T-Shirt? Das müsste ziemlich weit unten sein, oder? Ja. Aktion auch zerlegen. Jetzt habe ich so schön viel Trinken mitgenommen, da sollte ich natürlich auch trinken. Das wäre schon schön irgendwie. Moment. Hier. Trinken. Na also, geht doch. Was sagt denn der Hunger? Oh ja. Doch, doch, ja. Essen, ja. Oh. Lass mal die Chips reinhauen hier, mal gucken. Ja, los, Chips essen, früh am Morgen. Was? Hopp, 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 hopp. Und jetzt essen, ja, genau. Hoch, gut, okay, da geht noch was. Komm her, Erdnussbutter, das bringt's. Ja. Schoki, oder? Ja. Geschmackloser Schokoladenriegel, geschmackloser Müsli-Riegel. Frischer Müsli-Riegel, nehme ich den. Ja, da bringt er wenigstens was. So, okay, cool. So, spinnt, spinnt, spinnt. Da sind auch keine Schlüssel. Hier brauche ich auch keinen Schlüssel für den Spind. Verdammt. Geht's hier noch weiter? Ah, Spind. Ah, Spind durchsuchen. Dann finde ich doch bestimmt hier auch. Ah, hier, die zwei. Ich sehe schon. Ja, nehme ich. Nein, nehme ich nicht. Da ist er doch. Na also, Spind 2. Bin mir sicher, da stand eine 2 drauf. Perfekte Gewehrmunition. Jo, nehmen wir. Hose, noch besser. Yay! Oh, geil. Getragener Militärmantel. Superklasse. Den Spinnschlüssel, den 3, den habe ich noch nicht. Na toll. Super, was hat mir das jetzt gebracht? Nicht viel. Oh, was haben wir da? Eine Taschenlampe. Oh. Ja, die nehme ich. Die will ich haben. Ein Tisch, okay, schön. Baumwollmütze. Ne, die bringt nichts. Das ist wahr. Und eine tolle Nachricht hier, auch nicht. Oh, hier geht's nach oben. Cool. Oh, nach draußen. Toll, toll. Toll, was soll denn hier? Shit. Shit, shit, shit. Ah, vielleicht komme ich in die Krankenstation von hier aus. Ah. Nö. Sieht nicht so gut aus hier. Nee, hä? Nee, übersehen habe ich nichts. Ah, was haben wir denn hier? Oh, schön. Naja. Egal, mitnehmen. Noch mehr Holz? Nö. Aber. Jetzt nützt mir erstmal irgendwie gar nichts hier.
Hier ist nichts, da ist nichts. Da kann ich auch nichts machen. Oh. Ah. Ich kann durchs Fenster. Schön. Haha. Gefunden. Jawohl, jetzt muss ich noch die Medikamente finden. Sehr gut. Mehr ist da nicht drin. Sauerei. Eine Windjacke. Okay, ich glaube, ich werde gleich mal meine Klamotten hier korrigieren. Nee, das brauche ich jetzt nicht. Da denke ich mal, habe ich genug. Huch, nö. Angewandte Medizin. So wird man Chirurg. Was haben wir da? Wasserreinigungstabletten. Habe ich beim letzten Mal schon nicht gebraucht. Also 3 Episoden lang nicht. Ich glaube, dann lasse ich das dieses Mal auch. Jawohl. Oh, ja. Ja, die bringen richtig was. Die anderen kann ich wegschmeißen. Sehr gut. Oh. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Oh, ja, doch. Ein bisschen was zu essen brauche ich mal wieder. So, die habe ich nicht mitgenommen. Muss ich mich erst wieder daran gewöhnen hier, dass ich so viel einzeln... Ach, nein, nicht. Achso, die, ja, weg. Tschüss. Die brauche ich eh nicht. Ach, blödes Käppi hier, das schmeiße ich auch weg. So, was habe ich hier noch, was ich auf die Schnelle loswerden kann? Kohle ist gut. Ja, das brauche ich auch. Die kann ich eigentlich gleich wegschmeißen. Ja. Und... Den weiß ich jetzt ja nicht. Egal, mache ich gleich. So. Jo, Verband ist gut. Nehme ich. Okay, komm, zeig mir was. Okay, Schmerztabletten sind gut. Oh, was ist denn hier los? Da bin ich noch reingekommen, oder? Ja. Da gibt es nichts. Auch nicht. Auch nicht. Nö. Ja, Bücher. Ich bin hier nicht bei der Buchverbrennung, nein. Oh, Plastikbehälter. Sehr gut. Nein. Komm schon. Irgendwas, was mich weiterbringt, wäre echt cool. Was haben wir hier? Lederschuhe. Naja. Haben Gewicht und, nein. Bringt, tun sie mir nichts. Nehme ich mit. Kaffeetasse. Jo, warum nicht? Kann ich mir wenigstens Kaffee kochen, wenn ich einen Kaffee kochen kann. Metalllampe. Kann ich nicht zerlegen. Gut, okay. Schön. Ich habe einen Hörer. Oh, aber jetzt. Hello? Who the hell are you? Well, I could ask you the same question. Quit fucking around. Who are you? I'm nobody important. Just a bush pilot. My name's, You forgot your name. My name's Mackenzie. Right. Well, Mr. Mackenzie. Not Mr. Mackenzie. Just Mackenzie. Well, Mr. Bush Pilot Mackenzie, welcome to the party. You working for those assholes in prison? Which ones? I mean, no, I'm not working for them. Then what are you doing out here? Where are you calling me from? Somewhere safe. Look, Mr. Mackenzie, soon you're gonna have to figure out whose side you're on in this little stalemate we have going on. I don't know anything about a stalemate. And I'm not on anyone's side. I'm on my own side. Well, at least you're honest. That's a start. Where are you?
And what do you want? Ooh-wee. That question has a long damn answer. Right now, I'm safe from those prison assholes. But I cannot say the same for you. Look, the prison warden is injured. I'm just trying to keep him alive. So they let you out of the prison. Then they're just gonna let you back in. Right. But you aren't helping them. No. Something about this situation, about you, doesn't fit. Look, why don't you tell me where you are and maybe I can help you? Help me. Shit, man. You can't even help yourself. Are you the one that's messing up the convicts' plans? Maybe I am. Maybe I'm not. Either way, I'm not telling you. How do I know you aren't really one of Donner's boys? Trying to trap me. Donner. So you know about him. Wake up, man. This is all about Donner. Don't you get that? And I'm the only thing standing between that fucker rotting away in solitary and an evil bastard being unleashed of the rest of this frozen hellhole. Well, I mean, I hear it's nice in the summer. Take care of yourself, Mr. Mackenzie. Those wolves sound pretty hungry to me. I'll do my best. Well, that was weird. Definitiv, das war echt schräg. Okay, ja, ich würde sagen, dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Freut mich, dass ihr da gewesen seid und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.